Heute, liebe Sportsfreunde, gibt es hier im Zoo-Olympischen Stadion einen besonders beliebten Wettbewerb, das Eistanzen der Paare. Und ich, Ihre Rita Raupe, werde Ihnen davon berichten. Da kommt ja schon das erste Paar aufs Eis. Ein Paar im Leben und im Sport. Die schöne Ludmilla Langhals und der kraftvolle Alligator aus Java. Ach, wie sie gleiten. Ach, ist es schön. Man möchte mittanzen. Ja, nach links und nach rechts. Ah, ist das schön. Auch diese Dame scheint ganz begeistert zu sein. Ich muss mich auf meine Reportage konzentrieren. Ja, sehen Sie diese Sprungkraft. Das könnte ein dreifacher Salto werden. Leider haben wir das jetzt nicht gesehen. Aber das ist perfekt. Und ich lasse mich zu der Bemerkung hinreißen, dass dieses Paar in voller Harmonie leben muss. Denn sonst wären solche Leistungen gar nicht möglich. Obwohl diese Pirouette jetzt, das sah mir etwas sonderbar aus. Aber glänzend doch, wie Alligator jetzt liegt und wie sie auf ihn springt. Und diese Nummer haben wir noch nie gesehen. Das muss eine ganz neue Formation sein. Sehr schön, dieses Paar. Und auch das Hinausgleiten, wunderbar. Das Publikum ist begeistert und die Schiedsrichter werden höchste Noten ziehen. Jawohl, wie ich es gesagt habe, 5 mal die 10. Ja, da gibt es noch eine Ehrenrunde unter dem Beifall des Publikums. Ach, das war ja wunderbar. Und die Dame ist immer noch begeistert. Was ist denn das? Oh, sollten wir hier in die Abgründe der Eifersucht geblickt haben, liebe Zuschauer? Da ertönt die Zoo-Olympische Hymne. Verdient bekommen Ludmilla Langhals und Alligator die Goldmedaille vor den Tänzern aus der Schweiz und aus Liechtenstein. Und ich gebe zurück ins Studio. Ihre Rita Raupe.